Heute, was geht ab, Leute, hier? Ich mache mir gerade Frühstück. Eigentlich ist Donnerstag und eigentlich gehe ich immer zur Spezi-Wirtschaft. Aber ich habe immer noch eine Menge von diesem saftigen Brot. Da hat der Instagram und Hype mal gestimmt. Eine Seltenheit, dass der Hype mal stimmt. Das letzte Mal, wo der Hype richtig krass gestimmt hat, war Roll Donuts. Bisschen immer noch überhyped. Food Factory, das auf jeden Fall. Alle gehypt auf Instagram und so. Und wir so, hä? Noch nie gehört von diesem Laden. Wir sind hingegangen. Bam! Neuer Nummer 1 Döner. Und das Brot ist echt krass. Dementsprechend muss ich das aufbrauchen. Und Spitzenwirtschaft hat immer nur in der Früh offen. Und Pong super saftig. Spitzenwirtschaft Sandwich ist auch noch am Start. Aber dazu gleich noch. Aufpassen, dass meine Eier nicht anbrennen. Es gab ein paar Neuigkeiten auf Cake. Du kannst jetzt erstens direkt DFI auf Cake kaufen. Davor ging es entweder halt auf Börsen separat oder auf Cake konntest du Bitcoin kaufen und dann Bitcoin in DFI umwandeln. Und jetzt kannst du da direkt DFI kaufen. Preis weiß ich nicht, müsst ihr abchecken, Leute. Ihr wisst, ich kaufe eigentlich DFI nicht. Ich habe ja meine Investments und die generieren mir immer mehr DFI. So habe ich meinen DFI-Haufen aufgebaut und nicht, indem ich DFI separat gekauft hatte. Und was sie jetzt neu eingefügt haben, ist dieser Incognito-Modus. So, ist ganz nett. Vor allem, wenn man es irgendwie so Freunden zeigen will, die Seite, aber nicht unbedingt alle Zahlen teilen will, ist ja nicht jeder so auf dem Weg. Oder halt für YouTuber, die das irgendwie erwähnen wollen, zeigen wollen und so, kann man einfach dieses Auge an- und ausmachen jetzt und dann wird alles verdeckt. Finde ich es nett, weil es gab auch schon Momente, da habe ich ein paar Freunden das gezeigt und dann sehen die halt oben rechts diese Zahl. Und ist einfach sechsstellig und dann kommt so ein merkwürdiger Moment. Also ist ganz nett. Und bei den Referrals, genau, hier haben die es besser umstrukturiert. Da sieht man, wie viele ich gesamt empfohlen habe, die den Link verwendet haben. Wie viele von denen tatsächlich ihren Account verifiziert haben und genug Geld eingezahlt haben. Und wie viele von denen noch potenziell den Bonus bekommen würden. Ist ganz nett, aber helfen tut das nicht ganz, weil ich weiß ja nicht, welche von denen sich angemeldet haben über meinen Link, aber sich noch nicht verifiziert haben oder noch nicht genug Geld eingezahlt haben. Wäre gut zu wissen, natürlich Privatsphäre, dies, das. Wer das genau ist, dann könnte man die anschreiben und so, hey, was ist da los, hast du es dir anders überlegt oder brauchst du noch irgendwelche Erklärungen und so, kann ich dir gerne weiterhelfen und dann die Leute noch überzeugen. Aber ich bin auf Platz Nummer 39 mit meinen Referrals. Starke Leistung, Leute. Top 40. Freut mich auf jeden Fall. Wöchentlich kriege ich da meine Anteile. Und natürlich jedes Mal, wenn ihr euch neu anmeldet, kriege ich jetzt was. Das gab es immer schon. Für euch gibt es 30 Dollar. Für mich gab es dann immer 10. Und jetzt ist halt seit 2 Wochen neu, dass ich auch noch 1% im Jahr auf alles bekomme, was ihr auf Cake habt, was halt krank ist. Vor allem, weil das, was ihr auf Cake habt, vermehrt sich ja auch über die Zeit. Dann gibt es immer mehr für euch, immer mehr für mich. Schon eine kranke Sache. Schauen wir mal. Ich habe ein paar Pakete reinbekommen. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Bin gespannt, was alles da schon angekommen ist. So. Schachtel in der Schachtel. Okay. Alter, was ist das, Mann? Digga, das habe ich gestern Abend bestellt. Wie schnell sind die, Mann? Digga, ernsthaft, Mann. Das habe ich gestern Abend bestellt. Wie fucking schnell sind die? Spiegel ist es. Da haben wir noch eins. Das ist das Plakat, was ich bekommen habe. Falls ihr euch erinnert, von einem Zuschauer, der Kollege. Der wurde auf DFI aufmerksam. Und dann... So. Oh, nice. Genau. In so einer Rolle. Das war der Kollege von dem Zuschauer. Der Zuschauer in Krypto involviert, interessiert, hat seinem Kumpel, der auch in Krypto interessiert und involviert ist, von uns und DFI erzählt. Der hat dann angefangen, mir zu folgen und hat nebenbei ein Side-Business. Das sind eben diese Poster. Hat er mir geschrieben, hey, yo, Hong, wenn du Bock hast, kannst du dir eins aussuchen. Wir haben gerade erst aufgemacht und gelauncht. Ich so, na klar, Digga. So. Okay. So.
Sieht gut an. So, Spiegel angebracht. Sieht hoffentlich symmetrisch und gerade aus. Noch die Fingerabdrücke wegmachen und dann passt es. Aha. Diesmal sind wir richtig gekommen. 17:30 Uhr. Ich dachte 17 Uhr. Wieder fast zu früh. Genau wo ich reingehen wollte, hat er aufgemacht. Ich habe mir natürlich zu essen gegönnt. Ist ein gehobener... Warte mal. So, wartet mal. So. Ich habe mir auch was zu essen gegönnt gleich. Ist ein bisschen gehoben dort. Ich komme so mit meiner Jogginghose. Jeder kann sich denken, was der Typ dachte, aber hey, ich habe meine Crypto.com Kreditkarte, kein Problem. So. Es gab Mango und Erdbeer. Das ist der teuerste Bubble Tea, Standard Bubble Tea. Ich glaube, das ist nicht mal Large, das ist Medium, glaube ich, den ich jemals gesehen habe. Klar, du kannst ihn richtig teuer machen, wenn du alle Toppings und Extras nimmst, aber so Standard Basic ist das der teuerste. Und ich bin gespannt. Also der Laden ist gehoben. Heißt natürlich nicht unbedingt, dass er überkrass ist, aber wenn er überkrass ist, dann schauen wir mal. Prost. Das schmeckt wie Mangosaft. 7 Euro für Mangosaft ist natürlich krank. Ich stehe eh nicht auf fruchtige Bubble Tees, dementsprechend. Aber an sich als Mangosaft ist es schon geil. Aber die Perlen sind interessant. Ist kein Tapioca. Aber die Flüssigkeit innen drin ist auch ein bisschen dickflüssiger. Ist das ein überkranker Bubble Tea, der 7 Euro wert ist? Nein, das nicht. Aber es ist fresh. Kann man sich gönnen. So. Zu Hause angekommen. Ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Denn wenn ihr das heute seht, dann sind wir live. Und wir machen wieder Bubble Tea. Aber diesmal mit ein paar Sachen, ein bisschen gepimpt. Hier brauner Zucker, hier Vietnamese Condensed Milk. Hier nochmal Kokosgelee. Bisschen hier. Schaut gerne vorbei, vielleicht wird auch noch was gekocht, muss man noch vorbereiten. Yes, this one here. Der eine meinte, ob es mir schmeckt. Ich so, ja, ist lecker. Weil letztens zwei Mädels bei ihm waren und einer hat es einfach liegen lassen, kaum getrunken. Ist kein normaler Bubble Tea, also im Grunde genommen ist es einfach nur Mangosaft mit ein paar merkwürdigen Perlen. Also nicht die normalen, die platzen, sondern die sind ein bisschen dickflüssig, bissfest drinnen. Wenn du es als Bubble Tea betrachtest, dann schmeiß weg. Aber wenn du es als Mangosaft betrachtest, dann ist okay. Daily Vlog, gerade geschnitten, wird jetzt hochgeladen. Also daran habe ich noch gar nicht weitergearbeitet seitdem. Aber kommt noch, also es ist immer noch eine coole Idee. Boah, der Laden, Tokami heißt der, glaube ich, wo ich den Bubble Tea gekauft habe. Bubble Tea, Digga, das war kein Bubble Tea, aber war trotzdem leckerer Mangosaft. Eine der Speisen, ich hatte Gemüse und Shrimp Tempura, war okay, war jetzt nichts Besonderes, ein bisschen überteuert, der Laden allgemein ist überteuert, aber das andere, was ich hatte, das hätte ich euch zeigen müssen, weil das war krank, das war das saftigste Nicht-Wagyu-Rind-Beef, was ich jemals hatte und das Gemüse und die Soße war perfekt, boah, das ist, glaube ich, eine meiner Top 5 Speisen in ganz München, dieses Ding, also. Das hat 22 Euro gekostet, natürlich nicht billig. Der Laden allgemein war edler, überteuert. Aber das war eines der besten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ungelogen. Okay, ihr habt's verpasst. Vielleicht muss ich da nochmal hin, irgendwann bestimmt. Wenn ich meine besten Locations oder so in München mal zeige. Yo, ich habe nichts mehr zu sagen. Heute war ein Zuschauer mit seinen Eltern bei Tati's Food Truck, also Kuss geht raus. Echt, danke für den Support. Ansonsten natürlich immer liken, subscriben, kommentieren. Wie gesagt, heute Abend sind wir live. Jeden Freitag schaut gerne vorbei auf Twitch, schaut gerne vorbei auf Instagram. Investiert in Bitcoin, DFI, Cashflow generieren. Das war's von mir, Serious Business und ciao!